Hi, willkommen zurück zu Clash of Clans. Wir werden uns heute ein brandneues Dorflayout gönnen. Und dieses Dorflayout wurde mir freundlicherweise vorgestellt und präsentiert von Examo. Ja? Vielen Dank für dieses Layout. Ich werde auch direkt mal schauen, dass ich dieses in die Tat umsetzen werde. Die Frage ist nur, naja, welches Layout soll dafür sterben? Ich weiß es nicht. Welches Layout war denn nach meinen eigenen Aussagen so richtig schlecht? Darf ich mir das mal ansehen? War das Layout gut oder nicht? Ich bin mir gar nicht so sicher, ne? Wenn ich das wüsste, wie ist es denn mit diesem Layout? Sieht das gut aus? Ich glaube, das war das, wo wir so richtig krass eingerannt worden sind. Kann das sein? Mit Riesen und Bombern und so? Weil ich glaube, hier sind die meisten Riesen mit Bombern reingerannt und haben dann hier in der Mitte alles platt gemacht. Ich glaube, das war das doch. Okay, weg mit der Scheiße. Weg damit. So. Alles entfernen in Ruhe. Okay. Gut. Ich sollte auch vielleicht irgendwann mal gucken, dass ich das hier entferne. Aber hey, vielleicht hat das ja irgendwann einen Sammlerwert und ich kriege dafür 1 Million Euro, wenn ich das Dorf dann verkaufe, ja. Wer weiß, Brodingos. Deswegen verkaufe ich es nun nicht. Ich wette, irgendwann muss ich es verkaufen, wenn ich auf Meister zu Level 7 bin. Wenn ich das Spiel überhaupt noch so lange spiele. Wer weiß, wer weiß. Momentan regt mich das Spiel ja, wie ihr sicherlich, naja, immer wieder mitbekommt, extremst auf. Weil es halt schlecht ist. Ne? Da gibt es halt echt nichts gegen zu sagen. Es ist halt einfach so. Jeder, der was anderes behauptet, hat in meinen Augen keine Ahnung von Game Designing. Ja. Ich bin zwar kein Game Design Student, aber ich meine, man sieht doch so anhand von, naja, ich sag mal, dem Nachtdorf, dem Bauarbeiterdorf. Ja, also das ist auch irgendwie das Einzige, was mich halt so aufregt. Ich finde alle anderen, das andere Dorf, das ganz normale Classic-Dorf, das geht ja eigentlich klar. So, nur hier im Nachtdorf macht das Spiel meines Erachtens die größten Fehler des Lebens. Keine Ahnung. Und zwar halt in diesem Sinne, weil na, erstmal diese Unfairness, ne? Dass ich als Fünfer gegen einen Sechser spielen muss. Oder sogar gegen einen Siebener manchmal, ne? Habe ich überhaupt mal irgendwann als Fünfer gegen einen Vierer oder gegen einen Dreier gespielt? Nein, weil das wäre ja extrem unfair, ne? Das wäre ja so unfair. Da könnten die Dreier-Vierer-Spieler ja gar nicht mehr mitkommen. Ach so, aber dann soll ich gegen einen Sechser, gegen einen Siebener spielen. Obwohl es extremst unfair ist. Klar, sind die meisten gerusht und so weiter und so fort. Aber es kann doch nicht sein, dass ich trotzdem immer wieder gegen einen Sechser oder Siebener spielen muss. Von wegen, ach, der macht das schon. Das kriegt der schon hin. Ich habe keine Ahnung, was sich das Spiel dabei gedacht hat. Aber gefallen tut mir das nicht. Überhaupt nicht. Das ist umbringen. Ja. Naja, das ist halt so das Hauptargument, so warum das Spiel hier halt, naja, schlecht ist. Und dann halt noch so diese Mega-Minen und sonstigen Minen, die. Ich hab das da platziert, was willst du von mir? Ich hab es genau hier platziert. Warum wurde das jetzt gerade eben weggelöscht? Da noch dieses Megamin-Gedöns und sowas, ne? Was natürlich auch noch unfair ist, ne? Bestes Beispiel. Ich spiele gegen einen Sechser. Und jetzt soll nicht nur dieses unfaires Argument kommen. Ich meine generell, wenn ich mal gegen einen Sechser spiele und so. Und das passiert ja relativ oft. Nicht nur in letzter Zeit, sondern auch irgendwie immer. Spiele. Ich glaube, ich habe hier als Fünfer schon mehr gegen Sechser als gegen Fünfer gespielt. Safe. Und naja,
Ich glaube, dass das so richtig ist. Nein. Ist das so richtig? Ich glaube, es ist viel eher so richtig. Ich glaube, ich habe einfach schon viel, viel öfter gegen einen Level 6er, oder ich habe viel öfter gegen Level 6er als gegen Level 5er gespielt. Und was soll das, Alter? Ich muss mich ja mit meinesgleichen messen und nicht mit... keine Ahnung. Leuten, die schon so weit sind und viel mehr Zerschmetterer haben als ich, viel mehr Bogitürme haben als ich, viel mehr Sprungfallen, Stoßfallen, Megaminen, Minen haben als ich. Das ist unfair, Mann. Weißt du? Wenn der mit, wenn der Sechser mit seinen erhöhten Truppen leveln. Gegen ein etwas abgeschwächteres Dorf geht, weißt du? Das macht keinen Sinn. So, was soll das denn? Dass es keinen Spaß macht, muss ich ja nicht erwähnen, oder? Aber hey. Ist doch alles fair. Ist doch alles nur fair. Das ist doch einfach so, ne? Ich meine, im normalen Dorf kriegst du sogar die Chance, gegen wen du kämpfen möchtest. Hier musst du gegen denjenigen kämpfen. Und wenn du gegen den verkackt hast, ja, dann bist du halt einfach scheiße, ne? Wenn du gegen den overpowerten Sechser verkackt hast, ne? Dann brauchst du dich ja nicht mehr auf die Straße trauen, weil du ja schlecht bist und so, ne? Ja, genau. Ja, genau, exakt. Also das Spiel muss mir bitte mal jemand erklären, so, warum das hier im Nachtdorf so verdammt unfair ist. Clash of Clans ist an sich ja ein gutes, solides Free-to-Play. Ja? Aber dieses ständige Unfaire, was hier an den Tag gelegt wird, das gefällt mir nicht. Ja? Das gefällt mir nicht. Stehe ich absolut nicht drauf und das macht halt einfach keinen Spaß so auf Dauer, ne? Deswegen habe ich auch schon öfters überlegt, hier im Bauarbeiterdorf einfach abzubrechen, nichts zu machen, so gar nicht mehr hier zu spielen, weil ich darauf einfach keinen Bock habe, mich verarschen zu lassen vom Spiel. So, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ich habe da einfach keine Lust drauf, mich hier so behandeln zu lassen und das dann noch durchgehen zu lassen. Wisst ihr, was ich meine? Nein, du sollst den Wachposten nehmen. Danke. Ich glaube, so ist das richtig. Genau. So, dann werden jetzt noch zwei Mauern platziert. Die eine hier. Kommt das so hin? Scheinbar. Sieht zumindest fast so aus wie das Dorf von Examo. Was jetzt noch fehlt, deswegen sage ich ja fast, was noch fehlt, sind alle anderen Gebäude, ja. Jetzt mal ehrlich, was sagt ihr eigentlich zum Nachtdorf, so zum Bauarbeiterdorf? Ihr habt eine eigene Meinung, also könnt ihr auch raushauen, wie ihr das denn so findet. Widerspricht ihr meinen Aussagen, dass es halt überhaupt nicht unfair ist, sondern dass es extrem fair ist, dass man als Fünfer gegen Sechser spielt und sowas und
dass man da noch unterlegen ist in seinem eigenen Dorf mit den Verteidigungsgebäuden und sowas. Was sagt ihr dazu? Ist das fair oder ist das unfair? So, und wenn es unfair ist, findet ihr es gut, unfair behandelt zu werden, oder findet ihr es schlecht? So. Ich meine, ich finde ja an sich alles soweit hier im Nachtdorf cool. Ne? Die Megaminen, naja, gut, da lässt sich drüber streiten, weil Megaminen und generell so das ganze Ding, dieses random irgendwo reinlaufen und zack. Ich meine, vielleicht kriege ich dafür noch irgendwann ein Gespür oder so. Aber für den jetzigen Zeitpunkt kann ich da echt nichts mit anfangen. Ach, weil ich es halt echt nicht feiere, wie ich... Manchmal so richtig undankbar mit dem Barbaren oder so in diese Mine reinrenne. Finde ich halt manchmal nicht so geil. Gerade dann, wenn du halt unterlegen bist, gegen einen Sechser spielst. Und der halt einfach viel mehr Megaminen und Minen generell als du hat, und dann läufst du da öfters rein und so, und ja, das ist nicht geil. Na, so haut mal raus. Eure Meinung würde mich da brennend interessieren. Ich meine, jetzt mit meinem... Weiß er nicht. Mit meiner Kampfmaschine Level 5 vielleicht. Ja, wer weiß. Schaffe ich es ja statistisch gesehen höher zu gewinnen als sonst. Vielleicht. Wer weiß. Wird man alles sehen, ja? Vielleicht wird die Kampfmaschine auch wirklich so krass raushauen und so. Vielleicht wird die mich so krass retten. Gut, manchmal gibt es halt Sechser, die machen 100% auf meinen Dörfern und so. Da ist halt nichts zu machen. Das ist halt so. Ist halt unfair. Ne? Das ist halt unfair. Da kann ich nichts ändern dran. Da kann ich auch nichts für. Das ist nicht meine Schuld. Weil, warum, wenn das Spiel mir halt einen Sechser vorsetzt, dann kann ich da auch nichts gegen machen. Das ist halt einfach so. Ne? Wenn das Spiel mir halt einfach unfair, wie es halt eben manchmal ist, einen Sechser vorsetzt, der halt zwar vom Dorf her vielleicht ein bisschen billig aussieht, aber ansonsten... Aber ansonsten... machbar genug ist, um dort 1, 2 Sterne zu holen. Und ich krieg trotzdem 100% drauf geprügelt. Ja, dann... sorry, kann ich da halt nichts machen gegen. Ist nicht meine Schuld, so. Ich will damit nicht sagen, dass der Spieler besser ist als ich. Nein, er ist einfach weiter als ich. Und das hat nichts mit Bessersein zu tun. Er ist nicht besser als ich, nur weil er... Mit seinen Gebäuden höher ist, weil er viel mehr Gebäude hat. Das macht ihn nicht zu einem besseren Spieler. Das macht ihn zu einem Spieler, der weiter im Spielverlauf ist als ich. Man kann ja auch nicht sagen, ey, du hast in Super Mario Odyssey gerade mal 120 Monde. Ich habe 240, ich bin besser als du. Das ist genauso dumm argumentiert. Du bist einfach nur weiter als ich. Das hat nichts mit besser sein zu tun. Ja, mehr Beute! Lass stecken. Und, oh, Überraschung. Mal wieder ein Sechser. Wisst ihr, was ich meine? Wollt ihr wissen, wie oft ich die letzten 10 Kämpfe gegen Sechser gespielt habe? Bestimmt locker so 7, 8, 9, 10 Mal. Oder bin ich hier der einzige Meister zu 5 Spieler, der noch da ist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Na gut, ich hoffe, sie wissen jetzt Bescheid, ja. Genau sowas meine ich. Und dann kommt da so eine Megamine und so, und ich meine, es ist ja nicht so, als wäre es sowieso schon unfair genug, weil der Gegner halt viel mehr Megaminen hat als ich. Und generell mehr Minen hat als ich. Aber hey, ist ja alles fair.
Autsch. Oh mein Gott. Wir rasieren ihn trotzdem, obwohl es ein scheiß Level 6er ist. Ja, mal gucken, ob das Rasieren gereicht hat, ne? 25% hat er schon mal kaputt gemacht. Das ist ja schon mal ganz schön für ihn. Und er hat gerade mal einen Level 1 Kampfmaschine. Oh, das ist traurig, ey. Und es wäre traurig, wenn er das gewinnt. Er darf halt bloß nicht die Meisterhütte kaputt machen. Dann hätten wir safe gewonnen. Sieht doch alles soweit ganz gut danach aus. Natürlich, ne, die Dakaien, wenn die jetzt gleich an die Meisterhütte kommen, ist dann auch Feierabend soweit. Aber die bauen erstmal alles andere ab. Ich bin ein kleiner Game-Brüdes. Warum synchronisiert das Spiel ständig und ständig und ständig? Ich check das nicht. Aber hey. Und bei. Ja. Hoffentlich habe ich gewonnen. Ja, danke. Danke. Ja gut, ja, wir werden in den nächsten Parts natürlich weiterhin dieses Dorf testen und dieses Layout testen und schauen, wie es sich anstellt, wie gut es ist und so weiter und so fort. Danke nochmal an Examo für den Vorschlag. Ich werde das Dorf hier auf Herz und Nieren prüfen und schauen, ob es letztendlich gut ist oder ob es schlecht ist. Machen Sie es gut, hauen Sie rein. Und bye. Ja! 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 Ja!